erkunden, die normalerweise gar nicht befahrbar sind. Und zwar findet das Ganze auf der Taranta-Rampe statt. Und ich möchte mit euch aber dieses Stück hier erkunden, was hier so endet. Und hier, dieses Stück. Ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Das heißt, wir werden uns jetzt hier einen wunderschönen Zug spawnen. Und zwar die BR642. Nehmen wir einfach mal die. Nehmen wir leer. Ich glaube, das ist auf dieser Strecke sinnvoller. So, dann werden wir von einsteigen. Wir können uns hier einfach durchbiegen. Zack. Dann gehen wir vorne rein. Jetzt aber, mein Gott, manchmal ist es aber auch kompliziert. So, setzen uns auf unser Popo. Nein, 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 nein. So. Dann machen wir folgendes. Gehen wir auf die Karte. Route setzen. Und zwar bis ans Ende des Ganzen. Zack. So, dann machen wir noch Spitzenlichter auf ein. Zack. Dann würde ich sagen, los geht's. Achso, ja. Das macht natürlich Sinn. Jetzt macht es keinen Sinn. So, jetzt aber. Fahren wir mal mit Volldampf. Jetzt können wir 6 Kilometer. Gleich ein Trick, den ich euch gleich verrate. Es wird gleich so sein, dass mein Kommentar kurz weg ist. Aber ich erkläre euch gleich kurz warum. Es wird sich alles gleich aufklären. Zuerst wird jetzt gleich mal die Schrift erscheinen, dass wir aus der Szenerie, beziehungsweise die Szenerie nicht mehr dargestellt ist. Nämlich genau das. So, und das Ganze wird sich jetzt so darstellen. Ich werde es euch gleich zeigen. So, wir kehren hier zurück und dann werden wir jetzt die Steuerung, also die Taste Steuerung 0 und 1 drücken, und zwar das Ganze oben, die Zahlenreihe oben. Ich bin gleich wieder für euch da. Der Ton ist eben weg. So, da bin ich wieder. Und zwar, das Ganze ist so simpel, als dass wir, wenn wir aus der Szenerie geschmissen werden, und dann wieder zum freien Spiel zurückkehren, dann stehen wir ja wieder am Bahnhof. Das ist aber ganz leicht zu umgehen. Und zwar drückt ihr die Steuerung-Taste, die Taste 0 und die Taste 1 oben in der Zahlenreihe über den Buchstaben. Nicht den Nummernblock, sondern oben. Also Steuerung 0 und 1. Dann landet ihr wieder hier in euren Zug, den ihr auch, wo ihr auch vorher drin wart. So, da ist das Ganze zu Ende. Ich habe das gerade schon mal angespielt, aber leider habe ich da vergessen, den Ton wieder anzuschalten. Deswegen habe ich das Ganze normal gemacht und wir werden jetzt hier mit über 100 Sachen scheinbar in unser Verderben fahren, aber dem ist nicht so. Sondern ihr seht, was passiert, nämlich gar nichts. Und ab jetzt befinden wir uns nicht mehr auf der Karte, wie ihr seht. Und wir werden mal sehen, wie weit wir hier fahren können. Befinden uns jetzt hier unterhalb des Ganzen. Ihr seht es. Erzgebirgsbandtunnel wird das wohl sein. Die Bäume schweben über uns. Aber wahrscheinlich ist da vorne gleich Schluss. Und dass wir dann wirklich abspielen. Würde ich jetzt mal schätzen. Vorne Schluss, das endgültige Ende Gelände. Weiter geht's nicht, jetzt geht's zur Katastrophe. Ja, genau das passiert nämlich dann. So, den ersten Teil haben wir erkundet, wie weit es da geht. Jetzt machen wir das bei dem anderen Teil genauso. Gleicher Trick. Dazu gehen wir natürlich wieder folgendermaßen vor. Gleiche wie gerade. Zu den Zügen, Strecke auswählen, Taranta-Rampe, Fahrplan zu Fuß. Wieder Flöhr.
Machen wir wieder 12 Uhr. Warum das unbedingt 12 Uhr sein muss, weiß ich nicht. Aber das machst du einfach. So. Ach, das ist doch scheiße. Habe ich jetzt... Nee, doch, okay. Jetzt müssen wir mal kurz... Hier sind wir. Wo müssen wir denn hin? Wir wollen das erkunden. Da müssen wir hier... Dann sollten wir dieses Gleis nehmen. Ja. Dann sollten wir dieses Gleis nehmen. Müsste dann, glaube ich, hier sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, genau. Dann spawnen wir unseren Zug mal hier hin. Ja. Ja, jetzt bauen wir den mal hier hin. Wieder die BR-642. Beladen. Nö, leer. Zweimal. Dann zack. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt kacke. Der steht nämlich mitten im roten Signal. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir müssen sowieso uns erstmal jetzt eben orientieren hier. So. Wo sind wir denn? Da sind wir. So stehen wir. Richtig. So stehen wir richtig. Das heißt, so weiterlaufen. Ja. 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 Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung, glaube ich. Können wir den nämlich ein bisschen weiter hier. Ja. Gut, dann machen wir das nämlich so. Zack. Dasselbe grün wie gerade. So, setzen uns wieder auf unser Popo. Machen wir unseren Zug. Ne, wir gehen erst auf Route ersetzen. Zack. So, dann machen wir das Ganze mal so. Genau. Vorhin ein bisschen hinten, ein bisschen runterfahren. Das ist ein etwas längerer Weg. Zack. So, dann müssen wir hier natürlich noch einen Hauptschalter auf einen. Zack. Kommen wir nicht vorwärts. Das Ganze müssen wir noch an. Dann haben wir grün, das heißt, wir können loslegen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ihr seht es jetzt, bis zum gesetzten Ziel sind es jetzt schon 4,8 Kilometer. Das ist natürlich ein ganzes Stück weiter als vorhin. Aber nichtsdestotrotz machen wir das auch. Gilt gleich derselbe Trick wie vorhin. Mit Steuerung 0 und 1. Und wir werden auch hier gleich aus dem Szenario geschmissen, weil wir das Ende des dargestellten Bereichs erreichen. Aber das ist, wie gesagt, mit dem simplen Trick dann umgehbar. Sagen wir es mal so. So, hier rechts sind ist die normale Strecke, die nach Chemnitz führt. Wo halt der normale Fahrplan-Szenario-Modus und so weiter dann halt gefahren wird. Und wir fahren hier links Abzweig rein. Genau. Wie gesagt, da wird sich jetzt gleich die altbekannte Schrift sich darstellen und uns dann daran erinnern, dass wir den genau, da ist er nämlich schon. Genau das meinte ich. Ihr kennt das. So, dann machen wir wieder. Da ist jetzt gleich wieder der Kommentar kurz weg. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ihr kennt das ja mittlerweile. Steuerung 0 und 1. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So einfach ist das Ganze. Und schon können wir unsere Fahrt fortsetzen. So, und das Grund dessen, dass das hier alles noch so schön dargestellt ist, natürlich, weil wir von der normalen Strecke, also im normalen Streckenmodus, von dem Viadukt hier runterschauen können, ziemlich weit runterschauen können. Und deswegen ist das alles hier so schön dargestellt. Werdet jetzt gleich sehen, da kommen jetzt gleich ein paar schöne Brücken, wo wir dann, wenn wir normalerweise im Fahrplanmodus fahren, von Dresden nach Chemnitz, da können wir hier schön runterschauen, deswegen ist das alles so schön dargestellt. Und ihr werdet es auch erleben, ab wo es nicht mehr so schön dargestellt ist, nämlich ab dem Punkt, wo wir von der normalen Strecke nicht mehr runterschauen können, nicht mehr so weit gucken können, ab da ist es dann nämlich nicht mehr so schön dargestellt.
schön. Ihr seht's. Wenn wir gleich schön den Bogen fahren und dann werden wir auch die normale Strecke unterqueren. Da ist schon das erste. Ja. Wenn wir gleich schön die normale Strecke unterqueren. Deswegen ist das hier auch alles schön noch mit Gebäuden und Landschaft und Bäumen und so weiter alles schön dargestellt. Weil wir halt von der normalen Strecke runter gucken können und dann so weit sehen können. Das würde sich da ein bisschen doof darstellen, wenn wir dann plötzlich Sachen sehen, die eigentlich gar nicht da sind, schwebende Bäume und so weiter. Dort ist das erste Viadukt. Dort führt die normale Strecke lang. Dresden kennen wir jetzt da oben drauf. Und deswegen ist das hier alles so schön dargestellt, weil wir halt von da oben, praktisch von der Brücke da oben, hier so weit runter sehen können. Deswegen. So, den Bogen haben wir geschafft. Da hinten ist das Ziel. Das vermeintliche Ende der Strecke. Was aber eben nicht das Ende sein wird. So, ich glaube, wir können ein bisschen langsamer werden hier. Der ist nicht so mit Gewalt reinfahren. So. Wie weit wir fahren können. Das ist doch 800 Meter bis zum gesetzten Ziel. Gleise auf, oder? Nee, die fahren weiter, sind halt nur halt ein bisschen verdeckt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir haben so langsam die Strecke, verlassen wir so langsam gleich. Ach, jetzt behalten wir noch eine Belohnung, das ist auch mal schön. So, ab hier ist nämlich, hört nämlich die Landschaft auf. Ist das nicht mehr so schön dargestellt, weil wir von der normalen Strecke bis hierher nicht mehr schauen können. Das habe ich euch ja am Anfang schon gesagt, dass sich das dann geben wird, der schönen Darstellung. So, da haben wir das Ziel überfahren und auch unser Zug hat sich überschlagen. Ja, das war es dann soweit mit dem, was ich euch zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.